Hallo liebe Hungrige, eigentlich sollte mein Thema heute ja Weihnachtsbaumbehang sein, aber ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und bin ja erschrocken über die Preise für gebrannte Mandeln. Und da dachte ich mir, die machen wir jetzt einfach selbst. Und ich verspreche euch, 200 Gramm gebrannte Mandeln unter 10 Minuten unter einem Euro. Und alles auch noch ganz einfach zu machen. Es gibt nur ein kleines Problem, bloß dazu später. Wir brauchen dafür, und eigentlich gibt es nur zwei Pflichtbestandteile. Das ist Zucker, ich empfehle hier Puderzucker, man kann auch ganz normalen Feinzucker nehmen. Und natürlich die Mandeln. So, und die Kür, das wären Vanillezucker. Dann, wer es mag, ein Likör. Ich finde Baileys oder einen ähnlichen Whisky-Likör gut. Hervorragend eignet sich Amaretto, der Mandellikör ist und so einen Marzipan-Geschmack hat. Man kann aber auch Vanille- oder Schokolikör nehmen. Und dann Gewürzen auf jeden Fall Zimt, aber man kann auch Kardamom oder Koriander zum Beispiel verwenden. Wer eher eine herzhaft pikante Note mag, der kann natürlich auch noch eine Prise Salz oder Pfeffer oder Chili verwenden. Wir erhitzen ohne Öl eine Pfanne auf höchster Stufe, geben die Mandeln hinein und rösten diese kurz an, so circa 1 bis 1,5 Minuten. Das könnt ihr auch ein bisschen nach eigenem Geschmack entscheiden, ob ihr diesen Röstgeschmack etwas intensiver haben wollt. Anschließend kommen die Mandeln in eine Schüssel und wir fügen hinzu 3 Esslöffel Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Teelöffel Zimt und ganz wichtig 2 Esslöffel Wasser und 1 Esslöffel von dem Likör. Ihr könnt auf den Likör verzichten, müsst dann natürlich 3 Esslöffel Wasser nehmen und wenigstens 1,5 Esslöffel Wasser sollten es sein, wenn ihr halt ein bisschen mehr von dem Alkohol dazu nehmen wollt. Und nun alles umrühren und in die Mikrowelle geben. Das Ganze funktioniert auch in der Pfanne, aber wir machen es heute in der Mikrowelle, geht einfach schneller und funktioniert wunderbar. Ich stelle die Mikrowelle auf 750 Watt ein. Und die Mandeln bleiben insgesamt circa 3,5 Minuten drin. Solltet ihr mit einer anderen Leistung arbeiten, dann verändern sich natürlich auch die Zeiten. Also höhere Leistung, etwas kürzere Zeit und umgekehrt. Allerdings unterbrechen wir den Vorgang nach circa 1,5 Minuten, nehmen die Schüssel raus und rühren ordentlich um. Und beim Umrühren seht ihr, dass also noch Flüssigkeit vorhanden ist. Also nochmal ab in die Mikrowelle für circa 2 Minuten. Und nun sehen sie so aus, wie wir sie haben wollen. Wir haben uns Backpapier bereitgelegt und geben zum Abkühlen die Mandeln darauf. Und jetzt taucht das Problem auf, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ihr werdet nämlich merken, dass jetzt die ganze Bude wunderbar verlockend nach den gebrannten Mandeln riecht. Und ihr werdet sie am liebsten gleich auffuttern wollen. Und jetzt müsst ihr eben menschliche Stärke beweisen. Denn ihr wollt ja die Mandeln schön verpacken und dann Oma, Onkel, Freundin oder den Nachbarn verschenken. Viel Spaß beim Selbermachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.